Hallo, ihr Lieben, an diesem wundervollen Tag. Belecheb Kanil, Neun Kanil. Neun Kanil ist die Kraft der Fülle, der Fruchtbarkeit, des Samens, des Wachstums, der Schöpferkraft. Und ich habe heute hier tatsächlich neun Samen der Fülle, die ich dir schenken möchte. Die neun Samen der Fülle, die dich an die deine Fülle erinnern. Das hier sind übrigens Cité-Samen. Samen hier aus Guatemala von dem heiligen Cité-Baum. Und diese Samen werden hier von den Maya-Priestern als Samen der Vorhersage und der Weissagung benutzt. Ja, und Kanil, die Kraft des Samens, hat mir heute die Vision geschenkt, dieses Video für dich aufzunehmen. Denn jetzt in dieser Zeit des Wandels ist das Thema Fülle ein ganz großes Thema. Denn mit deiner Fülle veränderst du die Welt. Und im Außen ist doch so viel Mangel sichtbar. Wir leben in einer Welt des Mangels. Mangel an Zeit, Mangel an Geld, Mangel an Glück, an Freude, an Kraft, an Energie, an Gesundheit, an Liebe. Mangel an Frieden. So viel Mangel. Wir haben gelernt, in unserer Welt zu überleben. Wir haben vergessen, was Fülle, was Erfülltsein wirklich bedeutet. Wir suchen die Fülle im Außen und denken, naja, vielleicht der nächste Urlaub, der nächste Partner oder Partnerin, das neue Auto, vielleicht gibt das mir Fülle. Und doch haben, ich denke mal, alle von euch, die jetzt hier zuschauen, gemerkt, nein, die Fülle im Außen erfüllt mich nicht. Ja, denn es geht wirklich um die Fülle in uns. Und wie gesagt, das ist die Fülle, die diese Welt verändern kann. Und wie das geht, das erzähle ich dir gleich, wenn ich dir die neuen Samen der Fülle übergebe. Vorher möchte ich aber noch kurz darüber sprechen, warum es jetzt so wichtig ist, zu handeln. Es wird immer wieder davon gesprochen, dass es eventuell einen Zusammenbruch unserer Wirtschaft geben könnte, unseres Geldsystems. Es wird immer wieder darüber gesprochen, dass es den Euro vielleicht bald nicht mehr gibt. Und vielen Menschen macht es Angst. Was ist dann? Was geschieht mit meinem Ersparten? Viele Menschen merken jetzt schon, dass sich so vieles verändert. Die Preise steigen an. Die Preise für Lebensmittel, für die Mieten, für Benzin, für Gas. Und so wird der Mangel immer bewusster. Und viele Menschen fragen sich so, wie kann ich jetzt Krisenvorsorge machen? Was kann ich jetzt wirklich tun, um mich vor noch größerem Mangel aus dem Außen zu schützen? Und was unglaublich wichtig ist, ist, den Weg des Bewusstseins zu gehen und deine innere Fülle wieder in dir zu erinnern. Denn wie wird die Welt kreiert? Die Welt wird aus unserem Inneren kreiert. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wir abhängig sind vom Außen. Denn alles kommt aus unserem Inneren. Wenn wir unsere Fülle leben, wird sich die Welt in Fülle wandeln. Solange wir im Mangel leben, Mangel, wie ich ihn eben aufgezählt habe, solange werden wir keine Fülle sehen. So oft schauen wir im Außen, beschweren uns auch über das Außen. Das Geldsystem ist schuld oder die reichen Menschen sind schuld, die Politiker sind schuld. Und dabei machen wir uns jedes Mal zu Opfern, wenn wir anderen die Schuld geben. Es geht vielmehr darum, zu erkennen, was bedeutet Fülle wirklich. Auch was bedeutet Geld wirklich. Denn wenn wir uns zu Opfern machen, verdrängen wir unsere Schöpferkraft. Und wir sind Schöpfer, Schöpfer und Schöpferinnen. Und wenn wir uns daran erinnern, erkennen wir, dass die Kraft in uns liegt, die Welt im Außen zu wandeln. Das ist unsere Aufgabe.
in dieser Zeit des Wandels. Ja. Und je mehr Freiheit du im Inneren gelangst, desto mehr Freiheit wirst du auch im Außen finden. Auch in der größten Krise. Und deshalb ist das für mich persönlich, die allerbeste Krisenvorsorge. Deine Fülle zu entdecken, deine Fülle zu leben, deine Fülle der Welt zu schenken. Und dann wirst du sehen, dass selbst im größten Chaos die Fülle aus dir leuchtet. Ich bin selbst diesen Weg gegangen. Die, die mich kennen, wissen, ich bin Maya-Priesterin, ich lebe in Guatemala, ich bin von den Maya-Ältesten eingeweiht worden. Und dieser Einweihungsweg, das war kein leichter Weg. Im Einweihungsweg, auf dem Einweihungsweg, bin ich viele Tode gestorben. Mir ist das geschehen, was jetzt auch im Kollektiv passiert, der Wandel. Der Wandel lässt das Alte zusammenbrechen, damit das Neue geboren werden kann. Und das geschah mit mir. Teile in mir, das Ego in mir, ist immer mehr gestorben, damit das wahre Selbst in mir, meine Seelenkraft, meine Bestimmung, meine Fülle ans Licht kommen konnte, um zu leuchten. Und nein, das war kein leichter Weg. Wir sind wirklich durch tiefsten Mangel gegangen. Wir haben alles verloren während unserer Einweihung. Wir hatten ein veganes Restaurant, das auch sehr erfolgreich war, ausgezeichnet war, in den Reiseführern stand. Und doch sind wir innerhalb ganz kurzer Zeit, das waren 2, 3 Monate, komplett pleite gegangen, inklusive wir haben unser Bankkonto verloren. Wir hatten nichts mehr. Noch dazu kam der Mangel auf allen anderen Ebenen. Krankheit, Verlust der eigenen Wertschätzung, Verlust von Selbstliebe. Es war so viel Mangel da in unserem Leben. Und doch war dieser Mangel ein Geschenk. Und das ist, was ich ja auch immer wieder sage. Alles geschieht für uns. Wir haben so sehr diesen Lebenskampf gelernt. Wir haben so sehr in unserer Welt gelernt, gegen uns selbst zu kämpfen, gegen unsere Fülle, gegen unsere Bestimmung zu kämpfen, uns an diese Welt des Kampfes anzupassen, beziehungsweise, wie ich eben schon sagte, durch den inneren Kampf auch den äußeren Kampf aufrechtzuerhalten. Dass wir einfach vergessen haben, warum wir wirklich hier sind. Und dass wir wirklich auch dem Leben vertrauen können. Wenn wir nur im Kampf sind, können wir das nicht sehen, dass wir dem Leben vertrauen können. Und das hat mir eben dieser tiefe Mangel gezeigt, dass immer von irgendwo Hilfe kam, dass wir immer genug zu essen hatten, dass wir weitergehen konnten, wirklich auch in die tiefe Innenschau gehen konnten. Warum ist da so viel Mangel in unserem Leben? Und wie gesagt, auch wirklich die Verantwortung wieder zu uns zurückholen. Nein, das Außen ist nicht schuld, sondern es geht darum, meine Kraft, meine Verantwortung wieder anzunehmen und meine Fülle wieder zu erkennen und zu erinnern. Und so kann ich definitiv sagen, was ich gerade schon gesagt habe, ja, das Leben ist immer für uns. Dieser tiefe Mangel hat uns wirklich das Tor geöffnet, das Portal geöffnet, in unsere ureigene Fülle wirklich auf allen Ebenen Verantwortung zu übernehmen, unsere Kraft endlich wieder anzunehmen und nicht nur anzunehmen, sondern auch zu leben. Und in dem Moment, als wir das getan haben, unsere Kraft, unsere Fülle anzunehmen und unsere Fülle der Welt zu schenken, da kam auch die Fülle im Außen wieder zu uns. Ja, das war unser Weg in Kurzfassung. Und nun möchte ich dir die neuen Samen der Fülle schenken, damit auch du in dieser Zeit deine Fülle entdeckst. Fülle-Samen Nummer 1 ist das Ja zu deiner Fülle. Wenn du schon mehrere Videos von mir geschaut hast, weißt du, dass ich immer wieder über dieses Ja spreche. Und ich weiß auch, dass dieses Ja viele Menschen antriggert. Mir haben schon viele geschrieben, Alicia, du hast mich am Anfang immer so getriggert mit deinem Ja. Aber ich habe gespürt, dass es wahrhaftig ist und habe immer wieder dieses Ja wiederholt und wiederholt und wiederholt.
Und mein Leben hat sich so gewandelt, so verändert. Und dann kommen immer ganz viele Beschreibungen des Wandels. Und da freue ich mich natürlich so sehr darüber. Und dieses Ja, das ist wie eine Aktivierung in uns. Unsere Stimme hat ja ganz viel mit unserem Schoßraum, das heißt mit unserer Schöpferkraft zu tun. Und so wie wir unsere Schöpferkraft in uns eingeschlossen und vergessen haben, so haben wir auch vergessen, unsere Stimme wahrhaftig zu nutzen. Und wenn wir wirklich dieses wahrhaftige Ja wieder aussprechen, sei es zu unserer Gesundheit, zu unserem Lebenspartner, zu unserer Bestimmung oder unserer Fülle, dann öffnet sich wieder dieses Tor zu unserer Schöpferkraft. Und deshalb ist das Ja so wichtig. Und es darf kein Ja aus dem Kopf sein. Weißt du, ich plapper das nur nach oder so. Nein, es muss wirklich ein Ja aus dem Herzen, aus dem Schoß, aus der innersten Essenz, aus der Seelenkraft sein. Ein ganz klares Ja. Ja zu meiner Fülle. Denn wie oft haben wir Nein gesagt in unserem Leben? Wie oft sagen wir heute noch Nein zu uns? Ja. Ja. So ist das Samen Nummer eins. Das Ja zu deiner Fülle. Und dann Samen, Füllesamen Nummer zwei ist die spirituelle Essenz des Geldes kennenzulernen. Wir verurteilen Geld so sehr und Geld ist natürlich nur ein Teil der Fülle, aber doch ein sehr wichtiger Teil. Denn jetzt in diesem Moment brauchen wir Geld. Wir haben oft ein sehr zwiespältiges Gefühl zu Geld. Auf der einen Seite lehnen wir Geld ab. Geld ist schlecht. Geld hat schlechte Energie. Nur die bösen, in Anführungszeichen, Menschen haben Geld. Und auf der anderen Seite sind wir aber doch abhängig vom Geld. Wir brauchen das Geld, um unser Haus zu bezahlen. Wir brauchen das Geld, um unsere Autos zu bezahlen, um unsere Lebensmittel zu kaufen und so weiter. Also wir brauchen es, aber wir wollen es eigentlich gar nicht. Und das ist eine sehr zwiespältige Energie, die wir da die ganze Zeit aussenden. Und deswegen ist es wichtig, mal die spirituelle Essenz des Geldes zu erkennen und zu verstehen. Geld ist eine Energie. Einer meiner Lehrer sagte damals zu mir, als wir pleite gegangen waren, Geld ist die Energie der Liebe. Und damals wäre ich ihm wirklich am liebsten an die Gurgel gegangen. Ich habe gedacht, oh Gott, was erzählt er mir denn jetzt hier? Oh Gott, der versteht ja überhaupt nicht, in was für einer schrecklichen Situation wir sind. Aber letztendlich war für mich damals auch schon das Ja sehr, sehr stark. Ich wollte aus dieser Opferrolle raus. Ich wollte meine Schöpferkraft. Und so habe ich ihm zugehört und habe mich triggern lassen. Und ich habe festgestellt, ja, er hat recht. Geld ist die Energie der Wertschätzung und der Liebe. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, wie Geld uns erscheint. Im Moment erscheint es uns als Papier oder in Münzenform. Früher, die Maya haben tatsächlich mit Kristallen zum Beispiel ihre Wertschätzung ausgedrückt oder mit Kakaosamen oder mit schönen Statuen oder mit handgewebten Stoffen oder auch mit Lebensmitteln, die sie selber angepflanzt haben oder in der Natur gefunden haben. Also diese Wertschätzung lässt sich ja auch heute noch in unterschiedlicher Form ausdrücken. Auch durch ein Lächeln drückst du ja deine Wertschätzung, deine Liebe aus. Und es ist so, wenn du zum Bäcker gehst und dir dein Lieblingsbrot holst, dann gibst du dem Bäcker deine Energie der Wertschätzung. Danke, ich mag dein Brot. Dein Brot macht mich glücklich. Brot lässt mein Herz überfließen. Du gibst ihm damit die Energie der Wertschätzung und der Liebe. Und das ist so schön, wenn wir mit dieser Energie wirklich bewusst auch in die Welt gehen, anstatt dann an der Kasse zu stehen und zu denken, oh, ich habe zu wenig, ich habe zu wenig, ich habe zu wenig. Letztendlich
letztendlich schränkst du damit deine Liebe ein, deine Wertschätzung ein. Ich habe zu wenig Liebe, ich habe zu wenig Wertschätzung. Und das ist ja, was dann Geiz und Gier entstehen lässt. Das verschlossene Herz. Weil wenn du wirklich ganz bewusst einkaufen gehst, mit der Essenz, mit dem Bewusstsein über die Essenz des Geldes, oh, ich gehe da jetzt hin und ich danke einfach, ich wertschätze. Ich wertschätze die Bauern, die das angepflanzt haben, wenn du zum Beispiel Gemüse kaufst und im Bioladen gehst oder im Supermarkt, egal. Und ich wertschätze alle Menschen, die daran beteiligt sind, dass das jetzt möglich ist, dass ich dieses leckere Essen zu mir nach Hause holen kann. Wow, und ich überlege mir das mal. Wow, wie viel Prozess hat das gebraucht? Vielleicht habe ich eine Mango aus Spanien. Wow, die wurde dort angebaut, die ist dann zu mir gebracht worden. Vielleicht ist es ein regionaler Apfel. Wow, der ist hier gewachsen, dort, wo ich lebe. Wow, wunderbar, da ist die ganze Erdkraft drin. Die ganze Kraft der Sonne, des Wassers, die Kraft der Erde. Das ist so wunderbar, die Kraft des Feuers, der Sonne. Und sich das wirklich einfach mal bewusst machen. Was ist alles in diesem Lebensmittel drin, wofür ich dankbar bin, wofür mein Herz aufgeht und ich einfach was zurückgeben möchte. Und wenn du so einkaufen gehst, anstatt diese ganze Zeit mit diesem Mangelgedanken, oh Gott, ich habe zu wenig, oh Gott, es ist so teuer und so weiter und so weiter. Und damit blockierst du ja auch deine Fülle, weil deine Liebe, die Liebe deines Herzens, die Liebe, die Wertschätzung, die in dir ist, die ziehst du damit ja zurück. Und das heißt, du kreierst damit Mangel. Und das Lebensmittel kann dir dann ja gar nicht gut tun. Wenn du dann mit so einer Energie hingehst, anstatt mit der Energie von, oh, ich bin so dankbar für das Brötchen, ich liebe diesen Geschmack und ich liebe den Bäcker dafür, dass er dieses tolle Brot backt. Das ist eine ganz andere Energie. Damit, durch deine Dankbarkeit, durch deine Wertschätzung, gibst du die Energie der Liebe und damit, wie gesagt, auch der Fülle zurück in die Welt. Du empfängst die Fülle in Form von Lebensmitteln. Das kann natürlich auch sein in Form von Ritualen. Wenn du ein Ritual mit einem Schamanen machst zum Beispiel oder mit einem Heiler oder wenn du zu einem Coach gehst. Ja, also wenn du die Dienstleistung in Anführungszeichen eines Menschen entgegennimmst. Auch dafür darf natürlich deine Liebe zurückfließen. Und wie gesagt, du kreierst damit eine ganz, ganz andere Energie in der Welt. Du gibst Fülle, Liebe in die Welt. Und da kommen wir gleich zu Samen Nummer 3 und du wirst merken, dass alle Samen natürlich miteinander verbunden sind und Hand in Hand miteinander gehen. Nämlich zum Samen des Toch. Toch ist Maya-Sprache und bedeutet das Gleichgewicht. Das heißt, durch die Energie der Wertschätzung, die du gibst. Und wie gesagt, das war jetzt ein Beispiel mit dem Geld, aber Wertschätzung ist natürlich auch Dankbarkeit, ist dein Lächeln zurückgeben, generell deine Liebe, deine Achtsamkeit zurückgeben. Und das kann auch für deine Gesundheit sein, zum Beispiel, dass du auch dafür die Energie der Wertschätzung gibst, indem du in die Natur gehst und die Wildkräuter suchst, also auch deine Zeit gibst, deine Liebe gibst für deinen Körper, für deine Gesundheit. Und jetzt kommen wir aber, wie gesagt, zum dritten Samen, zum Samen des Toch. Gleichgewicht. Durch dein Geben, durch deine Wertschätzung, durch deine Liebe kreierst du Gleichgewicht zu dem, was du nimmst und du gibst dann eben zurück. Und das ist das Wichtige. Die Urvölker sprechen immer wieder davon, ja, wir leben in der Dualität. Das ist eines der Gesetze dieses Kosmos, dass wir in der Dualität leben, dieser Erde. Und es ist unsere Aufgabe, nicht eine Seite abzulehnen, eine Seite zu wollen, die andere zu verurteilen, sondern es ist unsere Aufgabe, immer in dieser Dualität ein Gleichgewicht zu kreieren. Das heißt, durch unsere Wertschätzung, durch unsere Dankbarkeit, durch unsere Liebe, schaffen wir Gleichgewicht. Für die Urvölker ist es völlig normal, bevor sie etwas nehmen, was in der freien Natur wächst, egal ob es ein Baum ist, Holzstückchen sind, eine Pflanze, ein Wildgemüse ist,
machen Sie immer vorher ein Ritual des Gleichgewichts, ein Toch, wie es hier heißt, um gar kein Ungleichgewicht entstehen zu lassen, um Mama Erde spirituelle Nahrung zu geben, dass sie uns nährt, wie gesagt, durch ihr Holz, durch ihre Wildkräuter, durch ihr Gemüse und so weiter. Und genauso wichtig, wie dass du gibst, ist es natürlich auch wichtig, dass du empfängst. Das heißt, wenn du deine Fülle der Welt gibst, in Form, wenn du Bäcker bist, deiner Brote, oder wenn du Heiler bist oder Schamane in Form deines Wirkens, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass du diese Wertschätzungsenergie zu dir zurückholst. Wenn nicht, schaffst du auch ein Ungleichgewicht. Und ich kenne das sehr, sehr gut, dass viele von uns gerne auch mal umsonst arbeiten, weil sie dann das Gefühl haben, ja, mein Gott, wenn ich dieser Person jetzt nicht helfe, wer macht das dann? Und ich muss ja helfen und so weiter. Aber wenn diese Person dir nichts dafür gibt, geschieht ein Ungleichgewicht. Und du kannst, auch wenn du der Person versuchst zu helfen, kommt die Energie des Helfens, die Energie der Zeremonie, des Rituals, der Meditation, kann nicht wirklich bei der Person ankommen. Das ist ein Gesetz dieses Universums. Ja, also es muss immer ein Ausgleich stattfinden. Immer. Das heißt, wenn du wirklich weißt, dieser Mensch, der jetzt meine Hilfe sucht, hat sehr wenig Geld, dann ist es trotzdem wichtig, dass dieser Mensch etwas gibt. Denn wenn dieser Mensch Ja sagt zur Heilung, zur Transformation, wird das Geld auch immer zu diesem Menschen kommen. Vielleicht ist es weniger und sagst du halber Preis und so weiter, wenn das für dich stimmig ist. Aber es ist wichtig, dass dieser Mensch etwas gibt. Also dass immer dieses Toch, dieses Gleichgewicht eingehalten wird, weil wie gesagt, sonst schafft ihr Ungleichgewicht. Und wenn wir Ungleichgewicht für uns schaffen, schaffen wir es auch immer für diese Welt. Ganz wichtig, der Samen ist Toch. Der vierte Samen ist der Samen der Lasten der Ahnen, die jetzt gelöst werden möchten. Wir haben viel übernommen von unseren Ahnen. Zu alten Zeiten, zu früheren Zeiten, als wir in Einheit gelebt haben oder auch wie die Urvölker heute noch leben, da war es ganz normal, dass die Ahnen ihre Kraft an die nachfolgenden Generationen weitergeben. Die Mutter meiner Nana, meiner Lehrerin, hat es noch bewusst gemacht. Sie hat, als sie entschieden hat, sie ist wirklich bewusst mit 115 Jahren von dieser Erde gegangen. Da hat sie auch ganz bewusst ihre Gaben, ihre Fähigkeiten als Hebamme, sie war Hebamme und Priesterin, auf ihre Enkeltochter übertragen. Sie wusste schon von klein auf, sie hat es in der Plazenta gelesen, dass ihre Enkeltochter, also eine ihrer Enkeltöchter, auch die Gabe hat, Hebamme zu sein. Und so hat sie sich dann entschieden, ihre Gaben genau dieser Enkeltochter zu übertragen. Ja, und das ist, wie die Menschen früher gelebt haben, beziehungsweise wie die Urvölker auch noch heute leben. Und das haben wir leider vergessen. Das haben unsere Ahnen vergessen, weil es für unsere Ahnen wirklich oft ums Überleben ging. Sie mussten ihre Heimat oft verlassen. Sie wurden vertrieben, sie mussten ums Überleben kämpfen. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, die Zeitqualität damals. Wir waren wirklich in der Zeit der Trennung, in der Zeit des Vergessens. Aber dennoch können wir unseren Ahnen sehr dankbar sein, denn sie sind uns ja vorausgegangen. Und sie wünschen sich wirklich Befreiung von diesen alten Lasten und Bürden. Wir sind die Antwort auf die Gebete unserer Ahnen, so sagen es die Urvölker. Wir sind hier, weil wir die Kraft in uns tragen, die 7 Generationen vor uns zu befreien. Und wenn wir unsere Ahnen von diesen alten Lasten befreien, dann wird die Kraft, die Weisheit der Ahnenlinie wieder frei und kann wieder fließen, die Fülle der Ahnenlinie. Und jede Ahnenlinie hat diese Fülle in sich. Das heißt, du kannst Ahnenrituale machen, um diese Lasten zu lösen, damit die Fülle der Ahnenlinie wieder frei fließen kann. In unseren Kursen und Medizinwegen machen wir sehr, sehr häufig Ahnenrituale
Haben wir gerade letzte Woche mit den angehenden Priesterinnen. Und wir machen auch häufig mehrere Ahnenrituale, um das wirklich ganz klar zu lösen. Und das ist natürlich jetzt hier in diesem Video nicht möglich, dir ein komplettes Ritual weiterzugeben. Aber ich möchte dir zumindest ein kleines mitgeben, was du zu Hause leicht selber durchführen kannst. Du brauchst dazu entweder ein Feuer, wenn du eine Feuerschale hast oder einen Feuerplatz, oder du kannst auch einfach eine Kerze nehmen. Am besten machst du das an einem Achmak-Tag im Maya-Kalender. Das ist der Tag der Ahnen und auch der Tag der Vergebung, des Loslassens. Und du rufst dann deine Ahnen der vorherigen 7 Generationen. Vorher kreierst du dir natürlich einen heiligen Raum, sodass du geschützt bist, sodass alle geschützt sind. Und dann rufst du die Generationen, die 7 Generationen vor dir und bittest sie, dir zu zeigen, was du für sie dem Feuer übergeben kannst. Und es ist natürlich wichtig, dass du ganz im Moment bist, dass du wirklich deinen heiligen Raum kreiert hast, dass du dich sicher fühlst. Und dann empfange einfach, was die Ahnen dir zu übergeben, mitzugeben haben und übergebe das dann für sie dem Feuer. Und du kannst auch wirklich spezifisch das Thema Fülle nehmen. Du kannst sie bitten, dass sie dir all das durchgeben, wo sie im Mangel waren, wo sie ihre Fülle abgelehnt haben und kannst das dann wirklich laut aussprechen und dem Feuer übergeben. Das ist eine Möglichkeit. Wie gesagt, wir machen häufig Ahnenrituale, also wenn du da wirklich tiefer gehen möchtest, dann lade ich dich natürlich ein, bei einem unserer nächsten Medizinwege dabei zu sein. Ja, dann sind wir schon bei Samen Nummer 5, 1, 2, 3, 4, 5, genau. Den Mangel lösen, den Samen in Mangel zu lösen. Auch diesen Samen möchte ich dir heute schenken. Denn damit deine Fülle wieder frei fließen kann, ist es wichtig, den Mangel in dir zu lösen. Der Mangel in uns ist sehr, sehr stark. Und wie ich schon gesagt habe, wenn wir Mangel in uns haben, dann projizieren wir diesen Mangel auch in unserer Welt, weil die Welt ist unser Spiegel, die zeigt uns, was in uns ist. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie, ich habe Mangel in mir. Und auch da möchte ich dir einfach ein kleines Ritual mitgeben. Nimm dir ein paar Tage Zeit, vielleicht 7 Tage oder vielleicht 9, heute ist ja Ton 9. 3 Tage, schau einfach, wie viel Zeit du brauchst. Beginne einfach damit. Beginne damit, dass du einfach mal beginnst, deine Gedanken zu beobachten, was du so den ganzen Tag denkst und alle Mangelgedanken wirklich mal mitzuschreiben. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Zum Beispiel, ich schaffe das sowieso nicht. Zum Beispiel, ich bin es nicht wert. Ich kann das nicht. Ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, ich habe noch kleine Kinder. Es gibt da so viele Mangelgedanken, die uns dann oft als Ausreden dienen, nicht unsere Kraft zu leben. Das heißt, wir lassen uns von dem Mangel klein halten und leben dann nicht unsere Fülle. Ja, und auch da kann ich natürlich wieder ein Stück meiner Geschichte teilen, um das einfach mal deutlich zu machen. Ja, der Mangel war auch in mir sehr stark und galt für mich wirklich als Ausrede, nicht meine Fülle in die Welt zu bringen. Ich habe eine klare Vision bekommen vor 5 Jahren, den ersten Online-Kongress in die Welt zu bringen. Und da waren ganz viele Gedanken in mir, nein, das geht nicht, ich schaffe das nicht, meine Kinder sind noch zu klein, ich bin dann keine gute Mutter, wenn ich das tue. Ich bin selber noch nicht geheilt. Ich muss alle Blockaden erstmal gelöst haben, um wirklich so groß in die Welt zu gehen. Und vieles, vieles mehr war da noch. Der Ruf war aber sehr stark. Ich hatte die klare Vision von Mutter Erde, diesen Kongress über die weibliche Kraft in die Welt zu bringen. Und was habe ich dann gemacht? Genau das
was ich dir gesagt habe. Einfach mal diese Glaubenssätze, die da in mir waren, diese Ausreden, diese Glaubenssätze des Mangels aufgeschrieben. Und dann habe ich sie mir wirklich angeschaut. Ich bin da wirklich tief hineingetaucht, meditativ hineingetaucht. Ist das wirklich wahr, dass ich keine gute Mutter bin, wenn ich meine Bestimmung lebe? Und dann habe ich entdeckt, dass es wirklich eine Ausrede des Mangels ist, um meine Fülle klein zu halten. Denn was wünsche ich mir schon seit meine älteste Tochter vor 20 Jahren geboren wurde? Ich wünsche mir, dass meine Kinder frei sind, ihre Fülle zu leben, sie selbst zu sein. Das heißt aber auch, dass ich das machen muss, als Vorbild vorangehen muss. Denn wenn ich sage, nee, ich mache das nicht, weil ich Kinder habe, was lade ich denn meinen Kindern damit für eine Verantwortung auf die Schulter? Ich gebe meine Verantwortung für meine Fülle ab und übergebe sie meinen Kindern. Ich benutze meine Kinder als Ausrede. Da war mir klar, nein, das kann ich auf keinen Fall tun. Und ich habe auch gedacht, ich habe zu wenig Zeit. Wie soll ich das machen mit meinen freilernenden Kindern, die ja immer zu Hause sind, Videos aufnehmen? Und ich habe kein Geld, wie gesagt. Wie soll ich einen Webmaster bezahlen? Und als ich dann aber erkannt habe, ja, das ist alles der Mangel in mir und dann die klare Entscheidung, das klare Ja getroffen habe, dieses Ja zu meiner Fülle und wieder siehst du, alle Samen fließen miteinander, sind miteinander verbunden. Als ich dieses klare Ja gegeben habe, da haben sich die Türen geöffnet, da habe ich einen Webmaster gefunden, der gesagt hat, okay, du brauchst mich nicht zu bezahlen. Du zahlst mich dann einfach nach dem Kongress. Wir teilen dann einfach. Wow, super. Oh wow, so einfach kann das gehen. Wenn man Ja sagt, wenn man den Mangel in sich durchschaut und wirklich lösen möchte. Und auch mit meinen Kindern, das hat so wunderbar geklappt. Wenn ich dann ein Interview aufgenommen habe, haben die Größeren aufgepasst, sind mit den Kleineren nach draußen in den Garten oder auf den Spielplatz gegangen. Das hat einfach sich alles wunderbar gefügt und auch wenn ich keine Kongressausbildung gemacht habe, also eigentlich gar keinen Plan hatte, was ich tat, ich bin einfach Schritt für Schritt weitergegangen. Ich habe darauf vertraut, dass das Ja in mir die Wege und die Türen öffnet, weil ich den Mangel in mir erkannt und gelöst habe. Und genau darum geht es, den Mangel in dir lösen, damit die Fülle wieder in dir fließen kann. Und das ist dann Samen Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, Samen Nummer 6. Folge immer dem Ruf der Fülle. Lehne deine Fülle nicht mehr ab. Sähe wieder den Samen der Fülle in dir. Du bist diese Fülle. Diese Fülle ist in dir. So oft hast du dir selber erzählt. Weißt du, klar, vielleicht haben das in deiner Kindheit deine Eltern oder Großeltern oder die Schule, die Lehrer dir erzählt, dass du so und so sein musst, um gut zu sein, um richtig zu sein. Vielleicht hat man dir erzählt, du bist nicht richtig. Aber wer erzählt es dir heute? Heute erzählst du es dir immer wieder. Und es ist so wichtig, deine eigene Fülle wieder wertzuschätzen. Und damit tun wir uns sehr schwer, unsere eigenen Gaben zu erkennen. Wir sind gut darin, die Gaben anderer zu sehen und zu erkennen, aber unsere eigenen, ja, die kennen wir ja nicht anders, ne? Die sind wir so uns so gewohnt. Und deswegen schätzen wir sie oft nicht wert. Aber es ist so wichtig, uns wieder daran zu erinnern. Und das ist so wichtig, diesen Samen zu erkennen. Und auch da möchte ich einfach dir eine kleine Anregung mitgeben. Dein Samen, deine Füllekraft ist in deinem Schoßraum. Dein Schoßraum ist dein Schöpferzentrum. Dort ist dieser spirituelle Samen, diese Fülle in dir. Und schließe deine Augen. Leg deine Hände auf deinen Unterbauch, auf deinen Schoß und erinnere den Samen in dir. Vielleicht kannst du ihn nicht klar wahrnehmen, weil noch so viel darüber liegt in diesem Moment. So viel
Glaubenssätze, Lasten, so viel Angst vor der eigenen Fülle. Und nun sag mal ganz klar ja, ja zu meiner Fülle, ja zum Samen in mir. Und spüre mit deinem Ja, mit deinem wahrhaftigen Ja, dass dieser Samen beginnt zu leuchten. Vielleicht leuchtet er rot wie mein Samen hier. Vielleicht leuchtet er auch blau oder in den Regenbogenfarben oder wie Licht oder wie Gold. Und spüre, wie dieses Leuchten des Samens durch dein Ja all die dunklen Lasten, all die Glaubenssätze wegleuchtet. Spüre, wie mit deinem Ja der Samen beginnt zu keimen, wie aus diesem Samen das Wachstum entsteht, das Leben entsteht, die Visionen entstehen. Diese Fülle ist in dir, lehne sie nicht mehr ab, halte sie nicht mehr klein, halte sie nicht mehr zurück, denn du bist hier, um die Samen für die neue Zeit zu säen. Du bist hier, um dieser Samen zu sein. Und fühle Samen Nummer 7. Ist, aktiviere wieder deine Schöpferkraft. Die Schöpferkraft ist in dir. Wie ich gerade schon sagte, die Schöpferkraft ist in deinem Schoßraum. Wir Frauen haben physisch gesehen die Gebärmutter. Aus Samen und Eizelle, aus Mann und Frau, aus der Vereinigung von Mann und Frau entsteht in unserer Gebärmutter ein Wesen, ein Kind, das wir quasi ohne unser Zutun, denn Essen, Trinken und Schlafen machen wir sowieso. Wächst dieses Wesen, gedeiht dieses Wesen, wird dieses Wesen aus uns geboren. Und das ist ein Beispiel für unsere körperliche Schöpferkraft. Aber wir haben diese Schöpferkraft auch energetisch. Wir haben die Kraft, Visionen in die Welt zu gebären. Wir haben die Kraft, Visionen zu empfangen. Wir haben die Kraft, zu transformieren, zu wandeln. Auch alles mit unserer Schöpferkraft. Und es ist so unglaublich wichtig, uns daran zu erinnern, diese Schöpferkraft in uns wieder zu aktivieren. Die Welt ist in uns und in uns ist die Welt. Das heißt, auch die Kraft der Elemente, aus denen alles Leben entsteht, ist in uns. Unsere Schöpferkraft, das ist unser inneres Feuer. Das ist die Kraft, Visionen zu empfangen, die Kraft, für unsere Visionen zu brennen, zu lodern, die Kraft und die Energie zu haben, diese Visionen auch umzusetzen und in die Welt zu bringen. Und diese Flamme in uns, die wird so klein gehalten, so lange. Und du darfst sie wieder erinnern, die Flamme deiner Schöpferkraft. So beginne nun damit, leg erneut die Hände auf deinen Unterbauch. Und sag ja zur Flamme deiner Schöpferkraft. Und spüre, dass mit deinem Ja die Flamme in dir beginnt, wieder zu lodern, beziehungsweise größer zu werden, denn sie ist nie ganz weg. Sie ist vielleicht nur noch ein kleines Flämmchen. Und doch ist sie da. Sie ist da. Und mit deinem Ja zu deiner Schöpferkraft beginnt sie wieder heller zu leuchten. Und am besten machst du dir jetzt ein wunderschönes Lied an, ein Medizinlied, ein Kraftlied und sagst nicht nur Ja zu deiner Flamme, sondern tanzt und singst diese Flamme in dir wieder wach. Das ist eine kleine Übung, die du machen kannst, um im ersten Schritt überhaupt wieder zu beginnen, diese Schöpferkraft in dir zu spüren. Und wenn du tanzt und singst, spüre, wie das Feuer wieder in dir lodert, wie sich das Feuer
wieder in dir ausbreitet, wie die Lebensfreude, die Energie, die Kraft zu dir zurückkommt. Samen Nummer 8 ist die bewusste Verbindung von deiner Schöpferkraft mit der Schöpferkraft von Erde und Kosmos. Du bist Teil des großen Ganzen. Auch das hast du vergessen. Du fühlst dich so oft allein in deinem Leben, fühlst dich getrennt, fühlst dich falsch, vielleicht sogar hier falsch auf diesem Planeten. Und das ist die Illusion der Trennung, die uns mitgegeben wurde. Doch wir sind nicht getrennt. Wir sind alle Kinder von Mutter Erde, Kinder vom Kosmos. Wir sind alle Brüder und Schwestern der Tier, der Pflanzen, der Elementarwesen. Und wir sind hier, weil unsere Seele gerufen wurde, beim Wandel mitzuwirken. Jeder und jede von uns wird hier gebraucht. Und es ist so unglaublich wichtig, das wieder zu erinnern. Du bist hier nicht, um zu erschaffen aus egoistischen Gründen. Du bist wirklich hier, um zu erschaffen für diese Welt. Und das tust du, wenn du im Einklang mit deiner Seele, mit dem Ruf deiner Seele lebst. Denn deine Seele ist ja auch verbunden mit der Seele der Erde. Das heißt, wenn du im Einklang mit der Fülle in dir, mit deiner Seelenkraft handelst, dann handelst du immer für das Leben, für die Welt. Und das ist so unglaublich wichtig zu erinnern. Du bist Teil des großen Ganzen. Du bist angebunden. Du bist hier als Hüter, als Hüterin dieser Erde. So ist die Verbindung zu den kosmischen Gesetzen unglaublich wichtig, genau wie die Verbindung zu unserer Mutter Erde. So ist es unglaublich wichtig, dass du wieder Rituale für die Erde feierst, dass du wieder bewusst in die Natur gehst und die Verbindung aufnimmst zu Mutter Erde, um sie wieder zu hören, um sie zu verstehen. Genauso, wenn du in diese Verbindung gehst, erinnerst du die Verbindung zwischen dir und ihr, du erinnerst aber auch gleichzeitig deine Schöpferkraft und ihre Schöpferkraft. Du verbindest euch wieder ganz bewusst miteinander. Und so wird diese Illusion der Trennung beendet und du erkennst wieder die Verbundenheit. Dann fangen Feuer, Erde, Luft und Wasser wieder an, mit dir zu sprechen. Eigentlich haben sie nie aufgehört, mit dir zu sprechen, doch du hast nicht mehr hingehört durch die Illusion der Trennung. Dann begegnen dir wieder Krafttiere mit ihren Botschaften, Elementarwesen, Drachenkräfte und vieles, vieles mehr. Und du wirst immer mehr Teil dieses großen Ganzen und du wirst immer mehr erinnern, dass du Schöpfer, Schöpferin bist. Ja, und 9, der 9. Samen der Fülle, den ich dir jetzt noch mitgeben möchte, ist der Samen der Verantwortung für dein Leben. Du als Schöpfer, als Schöpferin trägst die Verantwortung für dein Leben. Wenn du diese Verantwortung wieder ganz zu dir zurücknimmst, dann wird jede Opferrolle in dir beendet. Dann wirst du dich auch nie wieder machtlos fühlen oder handlungsunfähig fühlen. Dann wirst du erkennen, dass du in jedem Moment etwas tun kannst. Für dich und auch für diese Welt. Und wie oft haben wir die Verantwortung abgegeben, wenn wir beim Thema Geld, nochmal zum Thema Geld zurückgeben. Wir haben nicht viel gelernt über Geld. Wir haben selbst Bankkaufleute gelernt oder Menschen, die Bankwesen studiert haben, dass sie nie wirklich was über Geld gelernt haben. Sie haben nie über die spirituelle Essenz von Geld gelernt, zum Beispiel. Und es ist jetzt Zeit, gerade jetzt in diesem Wandel, Verantwortung zu übernehmen für unser Geld. Schauen, was machen wir mit unserem Geld, mit der Energie der Wertschätzung? Wo können wir für das Gute damit einstehen? Für das Gute für uns, denn es ist ja auch wichtig, uns
wertzuschätzen, aber auch für das Gute dieser Welt. Was können wir für neue Projekte vielleicht auch gemeinsam mit anderen kreieren, um wirklich nicht nur Verantwortung für uns, sondern auch für diese Welt und für die nachfolgenden Generationen zu übernehmen? Vielleicht gründen wir eine freie Schule, vielleicht eine Lerngemeinschaft, vielleicht gründen wir eine Gemeinschaft mit Community Garden. Es gibt so viel zu tun, aber das können wir nur, wenn wir Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung übernehmen bedeutet immer auch, in die eigene Kraft zu kommen. Es bedeutet zu erkennen, wir sind nicht machtlos, auch wenn es jetzt scheint, dass ich vielleicht kein Geld habe. Da sind wir wieder bei, ne, bei den Ausreden, bei dem Mangel in uns lösen. Glaube daran, dass wenn du dein Ja gibst, wenn du deine Verantwortung zu dir zurückholst, anstatt sie weiter im Außen abzugeben, dann wird sich etwas wandeln. Dann öffnen sich Türen, die du vorher nicht wahrgenommen hast. Dann begegnen dir Menschen, die dir diese Türen öffnen. Dann wird sich etwas ergeben, so wie damals bei meinem Online-Kongress. Alles ist immer da, wenn du Ja sagst, wenn du den Mangel in dir löst, wenn du die Fülle wieder in dir lebst, wenn du deine Schöpferkraft erinnerst, wenn du die Verantwortung zu dir zurücknimmst, das heißt vollkommen in deine Kraft zu kommen. Und dann wird sich nicht nur dein Leben wandeln, sondern dann wandelt sich die ganze Welt. Das ist das, wovon die Urvölker immer wieder sprechen, wenn sie sagen, du bist der Wandel. Und dieser Wandel beginnt mit dir, beginnt in deiner Familie, beginnt in deiner Gemeinschaft und wird sich dann immer weiter erstrecken über die gesamte Welt. Ja, so nimm diese neuen Samen als mein Geschenk an dich an. Und vielleicht magst du dir nun selber neuen Samen suchen. Egal, ob es Sesamsamen sind, Kakaosamen, Blumensamen, Apfelkerne. Sei erfinderisch, spür hinein, welche Samen rufen dich. Und dann gib diese neuen Samen als Commitment zu deiner Fülle, zum Leben deiner Fülle in die Welt. Das musst du nicht alles heute tun, das kannst du auch die nächsten Tage machen. Vielleicht hast du das Gefühl, du gibst die neuen Samen an eine Stelle. Vielleicht gibst du die neuen Samen auch an unterschiedliche Orte. Vielleicht einen in deinen Blumenkasten, vielleicht eine unter einem großen Kraftbaum, einen in einen Fluss oder Bach. Spüre hinein. Und sprich dabei laut aus, ich gebe den Samen meiner Fülle in die Welt. Sprich das bei jedem Samen aus, den du in die Welt gibst. Ich gebe den Samen meiner Fülle in die Welt. Und stell dir diesen leuchtenden Samen vor, der immer weiter wächst und erkeimt. Und wenn du deine Fülle in die Welt gibst, dann wird sich die Welt wandeln, wie ich dir schon ganz am Anfang sagte. Stell dir vor, was geschieht, wenn wir anstatt des Mangels, und was geben wir denn in die Welt, wenn wir einen Job machen, den wir in Wirklichkeit hassen, wo wir schon Bauchschmerzen haben, wenn wir morgens zur Arbeit gehen. Diese Energie geben wir in die Welt, die Energie des immer weiter überleben müssens, der Nichtfülle. Und stell dir vor, was geschieht, wenn alle Menschen, und wenn es nur in Anführungszeichen die Menschen sind, die dieses Video gucken, wenn alle Menschen beginnen, ihre Fülle wieder in die Welt zu bringen, ihre Liebe, ihre Kraft, wenn sie wieder leuchten für die Welt, wenn sie das tun, was sie lieben, wenn sie der Menschheit, der Welt damit dienen. Und das natürlich auch zu sich zurückfließen lassen. Und du erinnerst dich an den Samen des Gleichgewichts. Was geschieht dann? Dann ist die Welt eine Welt der Fülle. Und jeglicher Mangel wird sich lösen. Und genau das
Das ist die Botschaft der Urvölker. Du bist der Wandel. Du bist die Fülle. Du hast die Kraft in dir, zu verändern. So sei die Veränderung und sähe deine Samen. Ich wünsche dir einen kraftvollen Tag, ganz viel Liebe, ganz viel Segen und vor allem ganz viel Samenkraft. Alles Liebe, deine Alicia. Bis zum nächsten Mal.